Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. So, wir haben jetzt wunderschönen bitteren Herbst mit wunderschönen Blättern, die runterfallen. Und es sind Leute aus der Mutterschaft zurück. Das heißt, die werden wir jetzt gleich auch als allererstes in die Scheunen verdonnern, denn das mit dem Land muss auch wieder hinklappen hier. Und wir werden demnächst sowieso wieder viele Landwirtinnen verlieren, deswegen mal gucken. So, machen wir aber erstmal die Scheunen wieder komplett voll, so wie sie es hier hört. Und müssen dann mal schauen, wir haben dann sogar noch welche übrig. So, du hast zwei, da haben wir noch einen mit fünf. Wunderbar. Und in die letzte Scheune als Landwirt. Gut. Dann haben wir das schon mal. Jetzt haben wir noch mal ein Bergarbeiter, kann man sagen, übrig. Ja, und noch ein Bergarbeiter übrig. Wie sieht eigentlich unsere Bergarbeiterproduktion aus? Grabungsschuppen sind ja soweit voll, sind nur beschädigt. Na, eine Mine könnte... Ne? Und so... Der Schweinestall, sehe ich gerade, ist auch nicht mehr besetzt. Oh, nicht nur kaputt, sondern auch nicht besetzt. Ja gut, und der Stall auch nicht. Sind die... Ich habe bei der Tierverwaltung gar nicht reingeguckt. Oh, 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 oh. Ja, okay, die anderen beiden werden jetzt auch erstmal die Stelle und Co. besetzen. Also hier einmal Schweinestall, Tierzüchter und auch noch einmal, hoppala, ich muss einmal nach oben hier wieder. Die werte Dame wird in den Stall geschickt. So, jetzt haben wir das fertig. Denn sind ja jetzt soweit alle besetzt fürs Erste. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt erstmal, was jetzt reparaturmäßig ansteht. Fischerhütte war das, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das waren hier hinten einmal die Jäger. Genau. So, das müssen wir nämlich einmal hier kurz wieder fixen. Das geht ja so mal gar nicht. Das habe ich nämlich letztes Mal nicht gemacht und jetzt ist noch mehr kaputt gegangen. Das können wir auf gar keinen Fall so stehen lassen. Das heißt, das kloppen wir einmal kurz wieder. Schön. So, dann waren es hier noch Gräbungsschuppen und Holzschuppen. Ja, hier auch nochmal. Ein paar Bretter da rein. Ein paar Bretter da rein. Ein bisschen Stroh hier rein. Oh, da fehlt auch nochmal Stroh. Gut, jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich jetzt soweit alles habe. Gewinnung sieht gut aus, Jagd sieht gut aus. Ist jetzt nur noch der Schweinestall, ne? Ja, nur noch der Schweinestall und die Schmiede, die gebaut werden muss. Aber gut, das kriegen wir nach und nach hin. So, das heißt, ich renne jetzt noch einmal kurz rüber zum Schweinestall. Und was ich mega cool finde, der Herold ist direkt in unserem Dörfchen. Das heißt, wir können jetzt hier mit dem Herold gleich abrechnen, quasi. Ach, hier hinten ist eine Wand kaputt. Die armen Schweinchen. So. Ist doch nichts mehr kaputt. Wie sieht's hier aus bei den Gänsels? Bei den Gänsels sieht's gut aus. Wunderbar. Bei den Schäfchen auch. Bei den Schäfchen auch. Gut, dann wollen wir jetzt erstmal gucken. Uns fehlt ja noch ein werter Herr. Die Leute nehmen ihre Arbeit jetzt auf. Jetzt dürfte aber nicht allzu viel anstehen. Bin mal gespannt, ob wir nochmal nachhelfen müssen oder nicht. Jetzt möchte ich aber erstmal zum Herold gehen. Und doch mal schauen, was er uns jetzt für einen überwichtigen Auftrag vom König mitteilt hier.
Ich finde das mega, dass der bei uns in der Schenke ist. Achso, der ist auch nicht in der Schenke, der ist gleich in der zweiten Schenke. Na ja, gut, ist ja nicht so weiter wild. Nö, er rennt hier einfach zwischen Schenke hin und her. Okay, was will der König? Der König veranstaltet eine große Hochzeitsfeier für ein Mitglied seiner Familie. Er verlangt von all seinen Untertanen, Münzen für diese prestigereiches Ereignis beizustellen. Ich werde einige Münzen sammeln. Wunderbar, ich erwarte deine Lieferung. Ja gut, da sagt er ja immer dasselbe. Wie viel möchte er denn haben? 1500. Na denn? Wünsche dem Paar von mir alles Gute. 1081, boom. Kann ich es nochmal machen? Das hat ja mal richtig gesessen. Das hat ja mal richtig gesessen. Na gut, dann gucken wir mal, dass ich mit Plötze jetzt nochmal einen Arbeiter dazu krieg. Der fehlt ja heute irgendwie. Den können wir uns ja jetzt eigentlich auch leisten. Bei so vielen Punkten. Gar nicht mal so verkehrt. Dann sind wir auch schon wieder am Limit. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt sozusagen alles zum Laufen kriegen. So nach und nach. Wie gesagt, die Mutterschaftsurlaubs und so weiter, die sind ja jetzt bald auch passé. Oh, Oswald, komm. Du sprichst mich gerade an. So, Oswald. Du kriegst natürlich hier erstmal eine Arbeit, natürlich. Was kannst du denn? Landwirtschaft kannst du auch. Wir könnten dich in den letzten Pferch, da sind noch gar keine Tiere drin, ne? Wir könnten dich in den Hühnerstall packen, weil wir könnten uns auch mal Hühner kaufen. So, komm. Du bist Tierzüchter, ebenso, zack. Und natürlich, ach so, ja, hier fehlt ja noch ein leeres Haus. Du kriegst auch gleich eine werte Dame zugewiesen. Dann reiten wir nochmal rüber und holen uns jetzt einfach nochmal ein paar Hühnchen. Dann haben wir auch Hühner im Dorf. Warum auch nicht? Das müsste jetzt, glaube ich, das Dorf gewesen sein. Bin ich so oft dran vorbei. Anderes Dorf wüsste ich jetzt nicht, wo das jetzt genau ist. Aber ich bin diesmal Pleatsch. Sollte es jetzt das Dorf nicht gewesen sein, dann muss ich es ja fragen. Weil das kann man in dem Spiel. Das habe ich aber noch nie gemacht. Also passt das. So. Ja, hier sind Küken. So, wir wollen natürlich ein Hahnenmännchen im Hühnerstall. So. Eine Henne in den Hühnerstall. Ein Küken in den Hühnerstall. Noch eine Henne in den Hühnerstall. Und noch eine Henne in den Hühnerstall. Na, nehme ich noch nicht mit. Ich nehme nochmal das Küken mit. Wir brauchen nur einen Hahn. Nur ein Hahn wird krähen. Sollte ich prinzipiell machen, dass ich immer nur ein Männchen habe. So, dann ist das alles jetzt schon fertig. Oh, optimal. Zeit gut eingeteilt und gut eingespart. Das heißt, ich könnte jetzt noch, wir haben ja jetzt gut noch Zeit übrig, einmal jetzt noch hier runter. Ich möchte nämlich das eine Gebäude möchte ich noch abreißen. Das eine Gebäude möchte ich noch abreißen, nämlich die Schmiede da unten. Die hat da unten jetzt nichts mehr zu suchen. Und diese möchte ich jetzt abreißen. Aus dem guten Grund, wir brauchen sie an und für sich da unten ja nicht. Ich wollte sie ja ins Dorf haben, damit ich dann, wenn Reparaturen sind, nicht immer durch die halbe Weltgeschichte reiten muss. Und ich gehe mal davon aus, irgendwann wird die Schmiede, auch wenn sie jetzt aus Stein ist, naja, zerstört. Und ich finde es geiler, wenn es dann halt im Dorf gearbeitet wird. Und dann müssen die Leute nicht so weit laufen. Denn sieht das nicht so aus. Ist schon schlimm genug, dass sie zu den Minen extrem weit laufen müssen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, finde ich. So, und warum ich kein Gas gebe, weiß ich auch noch nicht. So. Genau aus diesem Grund, damit ich hier nicht irgendwie sonst wo lande. Konnte aber nochmal abbremsen.
Na, wie gesagt, zur Mine müssen die Leute ja schon extrem lange laufen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ist diese Schmiede jetzt schon nicht mehr besetzt oder ist sie noch besetzt? Überprüfen wir das einfach mal. Wir haben... Die Schmiede da oben, die Schmiede. In der sind gar keine Leute mehr. Genauso wie in der. Ugo. Na gut, trotzdem reiße ich die jetzt ab hier. Das Gute ist, wir können das ja jetzt mittragen. Okay, hier ist noch was drin. Oh. Oh. Das müssen wir rausnehmen. So. Wie gesagt, die Schmiede war ja eigentlich hier nur dafür da, damit ich dann hier mal ein bisschen Eisen aus der Mine selber hole. Aber das funktioniert ja mittlerweile ganz gut. Auch mit dem Rohbau. So, dann wollen wir jetzt mal Gas geben. Dass wir auch wieder zurück ins Dorf kommen. Ist ja nicht so weit weg von hier aus. Da habe ich aber gut Fallschaden gekriegt. Nochmal. Eieieiei. Es wäre noch so ein bisschen fehlt hier so Karawanen oder so. Hm. Das wäre eigentlich auch nochmal ganz cool. Apropos, habe ich jetzt die anderen Schmieden rausgeschmissen? Hatte ich jetzt welche rausgeschmissen? Tierzüchter, Pfeile runter. Ja, habe ich. Ihr müsst natürlich dann jetzt wieder in einer anderen Schmiede arbeiten. So, bist wieder Schmied. Freu dich. Und der gute Norman, du darfst auch Schmied sein. Obwohl, wir könnten eigentlich auch mal... Ja, ich brauche halt die... Das Eisen muss halt so ein bisschen verarbeitet werden, ne? Also ich lasse sie jetzt erstmal so in der Schmiede stehen. Und wenn ich die andere dann gleich... Vielleicht kriege ich die andere jetzt gleich nochmal fix aufgestellt. Dann kann ich die ja so... Einer da, einer da. Das wäre ja dann schon mal ein bisschen großzügiger, würde ich sagen. Und wir müssen hier auch noch sehr, sehr viele Bäume weghauen. Gut, denn einmal hier losgelegt. Neue Schmiede aufstellen. Andere haben wir weggerissen. Jetzt kommt hier eine neue wieder hin. Dürfte aber nicht so lange dauern. Ist auch fix gemacht hier. Und die Ressourcen für eine Schmiede haben wir definitiv bei. So. Jetzt hier oben noch Bretter und Holzstämme und dann passt das. Gut, hier auch nochmal. Und hier oben nochmal. Okay. So, dann müssen wir auch langsam mal gucken, dass wir jetzt den Wert unserer Sachen auch langsam rauskriegen hier. So, jetzt muss ich mal gucken. Ein Schmied müssen wir ja umändern hier. Scheunknecht, Tierzüchter, Schankwirt. Ganz viele Mütter haben wir hier noch. Landwirte sind ein bisschen übertrieben, aber okay. Bergarbeiter? Hä? Fischer, Holzfäller, Imker, Jäger, Landwirt, Mutter, Schankwirt, Scheunknecht. Hier, Schmied. Ach komm, Norman. Du arbeitest jetzt nicht mehr in der Schmiede, sondern du hast jetzt deine eigene Schmiede. So, und jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich die Schmiede jetzt hier auch noch dementsprechend anpasse. Das heißt, es war 20, 10, 5, 30.
5555555555. Okay. Hier, na, Lehrling jetzt noch nicht. Nee, halt. Das ist jetzt hier falsch. 20 Kupfer, 10 Zinn. Doch, das war richtig. Na gut, dann erstmal jetzt nochmal runter. 10 Zinn. Bronze, 30 Eisen. So, und dann haben wir noch ein bisschen was übrig. Und wir gucken, Eisen, Eisenbolzen, Eisenpfeil, Eisenspeer, Eisensense. Sichel, Schaufel, Messer. Da stimmt doch irgendwas jetzt gerade nicht. Ich kann gerade nicht alles bauen. Eisenhacke, Eisenaxt, Eisensichel. Ich habe nicht alles in Bau drinne. 5 Bronzebahnen mache ich auch nur. Dann müssen wir hier nochmal auf 5 runter. So, Stein, Bogen, Recurve, Bronze, Eisen. So, Eisenspitzhacke, Eisenhammer, Eisenaxt, Eisenhacke. Nee, mach ich auch nicht. Hä? Da fehlt doch noch irgendwas, stimmt da immer noch nicht beim Überprüfen hier. So, 20, 10, 5, 30. Ach, ich mache ja keine... Ja, weil das funktionierte ja nicht. Ich mache ja keine Sense, sondern ich mache dir ja nur eine Sichel, weil die ja ausreicht für die. Und dadurch werden die ja nicht schneller. Eisenspeer, Eisenschere, Eisenarmbrust. Ja. Was fehlt mir denn jetzt aus Eisen? Ach, Eisenhacke hier. So, jetzt passt das richtig. Weil, wie gesagt, Armbrust machen wir uns selbst, benutzen unsere Jäger sowieso nicht. Bögen machen wir notfalls selbst. Gibt jetzt uns eigentlich nichts, ne? Das passt so. Gut. Dann wollen wir mal. Einmal jetzt möchte ich schauen, was jetzt hier jetzt nun gemacht wurde und was nicht. Ah, hier wird jetzt gerade der Mond gesenzt. Hier, das sind noch die Flachsfelder, die werden jetzt nochmal weitergemacht. Hier wird auch schon gut gearbeitet, wunderbar. Kohl wird auch schon gemacht, na, den habe ich ja nochmal nachträglich gesetzt hier. Wir haben jetzt Vollbetrieb hier, ne? Also ich könnte sonst noch eine weitere Scheune hier hinten reinklemmen. Das wäre jetzt nicht das Ding, wenn es jetzt nur noch um eine blöde Scheune geht hier. Aber es sieht gut aus. So, und jetzt müsste ich auch nochmal gucken. Das wird ja jetzt eher was Verwaltungsmäßiges. Das machen wir jetzt mal im Herbst. Ich weiß nicht, ob die das jetzt nochmal schaffen oder nicht. Aber wir haben ja noch freie Felder. Jetzt muss ich nur gucken. Das hier ist jetzt rote Beete. Rote Beete. Was haben wir jetzt hier noch? Hier war... Keine Ahnung. Rote Beete ist schon weg hier vorne, ne? Was ihr hier schon gepflanzt hattet. Oder war das hier? Ah, Roggen wird nämlich hier auch angebaut. Siehste, Feld 10 muss... umgeändert werden. Jetzt macht sie da aber Roggen drauf. Na gut, das ist nicht so weiter schlimm. Das setzen wir zurück. Das kommt nämlich jetzt als rote Beete. Ja, so.
Und Feld 15. Das wäre das hier, ne? Ja, genau. Dann ist die rote Bete nämlich jetzt zusammen. Und dann wollen wir noch mal jetzt gucken. Das hier war jetzt das Hafer. Und hier oben haben wir auch noch mal Hafer, ne? Ja, hier oben hatten wir auch noch mal Hafer. Na gut, machen wir aber jetzt erstmal das Roggenfeld, also die Roggenfelder. So, das heißt Nummer 26. Also das hier soll Roggen werden. So, ja, bestätigen. Dann Feld Nummer 30. Soll Roggen werden. So, ja, bestätigen. Dann das nächste Feld, 29. Soll ebenfalls Roggen werden. So, bestätigen. Und das nächste Feld. Habe ich nicht noch mehr irgendwo Roggen? Ich habe jetzt eins. Ich habe jetzt schon drei Felder mit Roggen voll. Achtundzwanzig. Das sind die Kohlfelder. Nee, so viel Roggen hatten wir auch gar nicht. Das heißt, Feld Nummer 28 auch nochmal. Es hat noch keine vier Felder voll. Einmal Roggen. Bestätigen. Dann müsste es 27 sein, ne? Ja, genau. So wie ich es mir schon gedacht habe. Und 27 wird mit Roggen voll gemacht. Ja, Roggen. So. Bestätigen. Weil Roggen haben wir ja sowieso am wenigsten. Das sieht so aus, als wenn hier eins fehlt, oder? Nee, das ist. Das Ganze ist ja bis hier. Okay, nee, 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 das sieht hier nur so aus. Das sieht hier nur so aus. Alles gut. So, dann haben wir hier Mohn. Mohn. Feld Nummer 31. Was bist du? Gar nichts. Na, dann wirst du jetzt auch Mohn. So. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Mohn. Oh, nee. 5 sind ein bisschen viel. Fünf Felder Mohn brauchen wir nicht. Jetzt muss ich jetzt noch die. Nee, wie viele Felder haben wir jetzt? Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Lassen wir mal kurz sortieren hier. Wir haben jetzt von dem 3, was das auch jetzt immer ist. Man kann es leider nicht erkennen. Feld Nummer 7. Was ist denn, wo ist denn jetzt Feld Nummer 7? Das muss ja jetzt cool oder sowas sein. 20. Was ist denn jetzt Feld Nummer 7? 5, 9, 8, 2. Feld Nummer 7, das ist Weizen. Und Weizen haben wir auch zu wenig. Siehst du, Weizen fehlt jetzt auch nochmal. Das heißt, ein Mohnfeld muss wieder weichen. Und eigentlich durch Weizen ersetzt werden. So, das hier war das Flachs, ne? Feld Nummer 14. Das müsste das Flachs gewesen sein. Das waren drei Felder.
Deswegen haben wir da zwei in Kohl. Das ist in Ordnung. So, Feld Nummer 9. Nummer 8. Und Nummer 7 sind Weizen. Die sind auch schon gesät. Das heißt, ich muss jetzt hier hinten das Feld Nummer 16 in Weizen verwandeln. So, bestätigen. Das heißt, wir haben jetzt 4 in Weizen. Das müsste, glaube ich, Mohn sein. Haben wir sogar 5. 4 davon. Das ist Flachs. Das passt. Karotten passen. Okay. Gut. Sieht doch soweit in Ordnung aus. Das heißt, jetzt ist auch jedes Feld beseelt richtig. So. Einmal ein bisschen Kohl runternehmen. Mal gucken, ob wir dann noch mehr brauchen. Oder ob ich die dann halt doch alle zusetze. Das heißt, wir lassen das jetzt hier mal auf Mohn. Und dann müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir dann auch noch mal ein bisschen mehr Flachs und so. Bis jetzt sieht es aber mit Nahrungsbedarf eigentlich ganz gut aus. Also wir kommen klar mit unserem Essen. Gut, ist Hopfen war Herbst, ne? Oder? Nee. War denn der Hopfen fertig? Oder haben die den schon wieder abgesammelt, ohne dass ich es mitgekriegt habe? Denn sind sie schnell. Dann sind sie schnell. So, wie viel Zeit haben wir noch? Na, die müssen noch ein bisschen was ackern. Das heißt, ich könnte doch eigentlich jetzt nochmal... Nee, nicht irgendwas herstellen. Probieren jetzt meine Wege hier durchzuziehen. Und das wird ja jetzt... mordschwierig. Ich hoffe, es ist genug Platz da. Und ich kann meine Wege hier geradezu durchziehen. Ich weiß auch nicht, ob das gut aussehen wird oder nicht. Aber bis jetzt bleibt da grün. Okay. Wunderbar, das hat geklappt. Das Problem ist, von hier aus wird das immer ein bisschen schwierig. Aber das passt. Na gut, ich ziehe jetzt erstmal nur bis ungefähr hier hin. Okay. Halt. Ja doch, das war schon richtig. So, und hier jetzt auch nochmal. Zum Glück müssen wir da nicht so viel schaufeln. So, und auch hier nochmal bis zum Ende des Feldes. Jetzt macht sich endlich der Platz bemerkbar hier. So. Und auch hier nochmal. Ups. Einmal ein bisschen aufgeschüttet und hier bräuchte ich eigentlich gar nicht. Das heißt, ich kann den nächsten geradezu durchziehen. Der die nächsten zwei verbindet hier. Denn einmal bis hinten durchziehen. Aber sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann können wir hier auch bald schon Licht ansetzen. Das wird doch optimal. So. Jetzt können wir die Wege hier zwischen einmal verbinden. Gut. Den nächsten Weg. Jetzt brauchen wir dann nur nachher noch Laternen.
Das ist ja jetzt quasi das Letzte, was dann noch fehlt. So, hier auch nochmal. Das sieht doch ganz ordentlich aus bis jetzt. Eigentlich das Wichtigste, die meisten Steine, die hier zwischen sind, die sind dann jetzt weg. Da brauche ich mir dann keine Sorgen mehr machen. Und dann sieht es hier auch nach richtiger Industrie aus. So. Also, Trampelpfad, weil man halt Pfad öfters mal bewegt und benutzt, ne? So, jetzt muss ich gucken, von hier aus ungefähr. Könnte hier natürlich das mit der Scheune ein bisschen im Wege stehen. Schauen wir mal. Okay, machen wir so, dass ich es bis hier vorne hinziehe und von hier aus, sobald ich ihn wieder kann. Und hier kann ich ihn durchziehen, weil hier habe ich ein bisschen mehr Platz gelassen. Ja, das passt auch. Jawohl. So, dann können wir die jetzt wieder verbinden. Machen hier eine Wegführung. So, auch hier nochmal. Ich glaube, er hat das jetzt nicht gezählt. Er wollte nicht mehr. So. An den nächsten. Zack. Nee, da machen wir keinen dran. Das finde ich eigentlich so in Ordnung. So. Und dann fehlen da eigentlich nur noch Laternen für die Nacht. So, hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger, einen Weg durchzuziehen, weil ich das ja direkt hier an die Scheune gesetzt habe. Das heißt, ich guck mal, dass ich jetzt hier einfach von der Scheune ausziehe. Oh ja, der geht gut durch. Egal auf welcher Seite. So. Na komm, hier ziehen wir trotzdem noch einen durch. Ein Weg. Soll ja hier zwar ein bisschen grünlich aussehen, aber nicht zu sehr. So. Ungefähr hier. Und bis hier. So, hier auch nochmal. Gut. Und da vorne brauchen wir eigentlich nicht. Denn jetzt noch den nächsten. Der muss aber von dem Weg hier aus wieder gehen. Oh, sieht doch jetzt von eurer Arbeit ganz gut aus, oder? Da wurde doch jetzt ordentlich was gearbeitet. Oh, ich bin hier ein bisschen schief geworden. Ich den trotzdem dazwischen? Ich kriege ihn trotzdem dazwischen. Also der eine Garten hier ist ein bisschen schiefer geworden, als er sein sollte. So, aber hier können wir jetzt den nächsten Stein wegmachen. Und hier können wir auch nochmal bis zur Mauer ziehen. So, passt. Hier machen wir es auch nochmal. Und hier auch nochmal. So. Sieht doch schon mal ein
bisschen besser aus hier. So, hier auch nochmal. Bin ich mal gespannt, wie weit seid ihr denn jetzt gekommen? Also hier muss nochmal Kohl gemacht werden. Das wird aber nicht angepflanzt neu. Das Mohn, das ihr da nicht fertig gemacht habt, das finde ich nicht so toll. Und hier wurde nochmal ein bisschen wenig weggemacht. Na gut. Die haben ja jetzt auch eine Umstrukturierung noch mit drin gehabt. Aber ich glaube, es reicht nicht aus für einen Tag. Es reicht einfach nicht aus. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal kurz fertig und dann machen wir nochmal ein bisschen was. Bis die Nacht kommt. So. Na, hier brauchen wir keinen durchziehen. So, dann schauen wir mal. Das heißt, ich brauche mal eine Sense. Und dann sense ich mich da oben nochmal ganz kurz durch. Also mitgenommen muss das mindestens werden, ne? Also das geht ja so nun nicht, ne? Der Mond muss schon rein hier. So, und den nehmen wir auch nochmal mit. Und hier wurde noch nicht mal fertig gesammelt. Na gut, rote Beete reiße ich hier nochmal raus. Also ich reiße jetzt hier nur raus, mal sehen. Wir wollen es ja schaffen, dass sie wirklich das dann innerhalb eines Tages erstmalig abbauen. Also ich muss so oder so später wieder auf 2 Tage gehen. Alleine jetzt wegen den Pflanzen und ähnliches. Da geht so viel Ernte daneben, wenn ich das jetzt nicht selber sammeln würde. Jetzt gerade hier auch bei der roten Beete. Das geht ja nun nicht. So, aber deswegen hatte ich ja gesagt, immer wenn die fertig sind, dann muss ich nochmal den Rest abreißen. Und im Sommer muss ich unbedingt die Bäume immer machen. Also, das geht echt nicht anders. Wenn sie da dann noch mitarbeiten müssen, dann ist wirklich zu viel und too much. Oh, ich sehe gerade, ich habe da noch ein bisschen was vergessen. Das geht ja so nun nicht. So, ihr habt ja auch alles schon abgesammelt. Wunderbar. Auch hier ist alles abgesammelt. Supi. Naja gut, die haben ja jetzt die Flachsfelder jetzt größtenteils noch mit bearbeitet, ne? Deswegen Weizen wurde hier schon verstreut. Auch okay. Auch wenn das jetzt hier bestimmt noch nicht überall richtig stimmt. Oder habt ihr es hier auch noch geschafft? Nicht ganz, nicht ganz. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Dadurch, dass ich jetzt sowieso die Felder erst nochmal mittendrin am Tag einfach umgestellt habe. Hier werden jetzt auch nochmal Roggen. Hier sind sie halt nicht fertig geworden. Ist klar. Es war hier noch nicht durchgepflügt. Es war hier nicht durchgedüngt. Es muss ja jetzt erstmal so ein bisschen in die Routine reinkommen. Aber ist nicht weiter schlimm. Deswegen hatten wir ja auch ein bisschen Roggen noch gekauft. Und zur Not gehe ich nochmal los und kaufe nochmal ein bisschen Roggen nach. Das ist ja auch nicht das Problem. Das heißt, jetzt einmal ab ins Lebensmittellager. Das, was jetzt da schief läuft, das ist zu verkraften. So, einmal hier rote Beete, ein Riesenschimmling. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Bett, gucken, ob irgendwas Neues kommt oder nicht. Ab in den Winter. Nee, nichts Neues da. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.